Hallo und herzlich willkommen hier auf Alpha Logistik zu einem neuen ATS-Video. Heute mal zu einem kleinen, was heißt Feedback, aber zu so einem kleinen Meinungsvideo zu Wyoming. Ich bin jetzt noch ein bisschen durch das DLC gefahren. Ich bin gestern nämlich von Sheridan hier oben nach Riverton gefahren und dann im Anschluss noch von Riverton hier nach Idaho Falls, also bin die ganzen Strecken hier mal abgefahren. Ich habe immer noch nicht alles gesehen und eigentlich noch ein bisschen zu wenig, um mir eine abschließende Meinung bilden zu können. Aber ich werde jetzt trotzdem mal über das sprechen, was ich denke, und wir werden in den nächsten ATS-Videos definitiv nochmal die beiden Städte hier und auch Jackson hier oben abfahren, wenn sich da Aufträge eben anbieten, aber das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Und ja, heute fahren wir eben von Sheridan, beziehungsweise ich bin schon die ersten Meter gefahren, weil wir den Bereich hier schon im letzten oder vorletzten Video gesehen haben, nach Gillette. Der Ort heißt halt wirklich so, aber halt nicht in die Stadt selbst rein, sondern hier zu so einer, zu so einer Farm ist es, glaube ich. Ich habe hier die Wegpunkte durch die Stadt durchgesetzt. Das ist meilentechnisch ein bisschen kürzer, dürfte aber zeitmäßig ein bisschen länger dauern. Aber dafür sehen wir halt auch was von der Stadt. Und dann würde ich sagen, legen wir den Vorwärtsgang ein. Wir fahren heute mit dem Kenworth W900. Allerdings habe ich auch den Vorschlag von einem von euch wahrgenommen, den Kenworth W990, glaube ich, aus dem Workshop mal runterzuladen. Habe ich auch gemacht, werden wir uns dann im nächsten Video mal anschauen, die Kiste. Weil ich mit dem Auftrag hier schon zurechtgelegt und vorbereitet hatte, bevor ich den Kommentar gesehen habe. Dementsprechend Kenworth B990 im nächsten Video und hier halt eben den W900, der ganz normal standardmäßig im ATS für jeden dabei ist. Also kein Mod. Das einzige, was ich natürlich habe, ist das Cabin DLC und die Lackierung ist aus dem Classic Stripes DLC, was das mit Abstand coolste Paintjob DLC in allen SCS Truck Simulationen ist. Ja. Also das ist echt geil. Ich mag dieses Classic Stripes DLC, vor allem auf diesen älteren Trucks wie dem Kenworth. Hier sieht es wirklich sehr, sehr gut aus. Und den fahre ich auch schon immer in dieser Lackierung. Finde ich so einfach geil. Wir fahren, glaube ich, genau, wir fahren lebend rind. Dementsprechend macht es auch Sinn, dass wir zu einer Farm fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich losgefahren bin, um ehrlich zu sein, bei was für eine Art von Firma. Aber gut, ist auch schon ein paar Tage her, dass ich den Auftrag angenommen und mich hierher geportet habe, beziehungsweise 2 Tage. Egal. Da vorne müssen wir auch schon wieder von dem Highway runter. Das heißt, wir werden ab jetzt nur noch so ein bisschen durch die Stadt und dann später auch über die Landstraße fahren. Und dann werde ich unterwegs mal so ein bisschen meine Meinung zum Wyoming DLC kundgeben ist das falsche Wort, aber so ein bisschen begründen, auch aber noch ein bisschen laut nachdenken, ob ich denn wirklich recht habe mit dem, was ich denke. Und mein erster Eindruck zu Wyoming war, dass es sehr viel Steppenlandschaft ist, was mir eigentlich nicht so gefällt, jetzt nicht von der Umsetzung her, sondern es gefällt, ich fahre halt einfach lieber durch den Wald als durch die Steppe, das wisst ihr ja. Und dass es ziemlich wenig Städte sind. Das sind nämlich nur 10 Stück an der Zahl. Und dann habe ich mir aber die Map mal genauer angeschaut, bin auch ein bisschen offscreen gefahren. Und dann hat sich meine Meinung so ein bisschen verändert, weil ich fand das vorher qualitativ auch schon gut, aber war halt so ein bisschen der Meinung, dass es für mich persönlich einfach nicht so geil ist, weil es sehr viel Steppe und sehr wenig Wald ist. Und ein bisschen zu wenig Städte. Jetzt bin ich aber ein bisschen dazu übergegangen. Ich habe mir auch die Städte mal angeschaut. Die sind sehr verzweigt. Und ne, ihr seht es ja, wir sind jetzt schon in der Stadt in Gillette angekommen. Aber wir fahren noch relativ lang. Ich glaube, es sind bestimmt noch 100 Meilen oder so. Bis wir bei der Firma sind, wo wir abliefern müssen. Also die Städte sind dann schon ein bisschen verzweigt. Da was es, glaube ich, verschmerzbar macht, sage ich jetzt einfach mal, dass es nur 10 Städte gibt. Deswegen glaube ich, ist das schon mal kein Problem. Und ich bin auch mal, ich habe es euch ja vorhin auf der Web gezeigt, diese ganzen Landstraßen lang gefahren. So ein bisschen in den Bergen, auch ein bisschen Wald. Und da fand ich es richtig geil. Also da habe ich auch so coole Bilder gemacht von dem Ford Aeromax, mit dem ich da durchgefahren bin und so. Wer die sehen will, einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Alpha-Logistik. Da werde ich die wahrscheinlich nach und nach posten. Und wir werden die Strecke aber auch in einem der nächsten Videos nochmal fahren, die will ich euch unbedingt nochmal zeigen. Und die war halt einfach wunderschön, die war total geil, die war einfach perfekt.
Und da, ab dem Punkt habe ich mir gedacht, ich fand das DLC vorher okay, aber ab dem Punkt habe ich mir dann gedacht, es ist eigentlich richtig geil. Und vielleicht gibt es ja noch so ein paar Straßen, die ich richtig geil finde, die wir noch nicht abgefahren sind. Das werden wir dann sehen, wenn wir sie halt eben abfahren. Ja, die war da noch nicht so lange rot. Aber das hat mich richtig umgehauen. Also ich zeige es euch mal auf der Map, welche Straße genau ich da meine. Ich meine da konkret hier von Sheridan bis, ja, eigentlich die komplette Strecke, aber so der schönste Punkt war hier an diesem, hier so in dem Bereich, wo meine Maus gerade drumrum zeigt. Das war einfach, also das war einfach nur geil. Das war objekttechnisch, texturentechnisch, vegetationstechnisch und auch vom Ausblick her war es einfach on top und man konnte da schöne Bilder machen und hatte eine wunderschöne Aussicht, wenn man da durchgefahren ist. Das war einfach klasse und ich finde, das ist so ein Ding, das hat SCS richtig gut hinbekommen. Es ist, glaube ich, auch ein Teil des Yellowstone Nationalparks da oben in der Ecke. Dementsprechend einfach nur wunderschön. Einfach der Wahnsinn. Und da gibt es auch immer wieder so kleine Schotterplätze am Straßenrand, wo man anhalten und Fotos machen kann, was ich auch sehr gut fand. Was ich im ETS ja vor allem in Rumänien zum Beispiel sehr vermisst habe. Und was ich im ETS 2 auch in Spanien sehr vermisst habe, weil im Iberia DLC hat man irgendwie fast nur Autobahnen gehabt. Und ja, Spanien hat ein gutes Autobahnnetz, aber ich finde, man hätte trotzdem noch ein paar mehr Landstraßen umsetzen können. Deswegen finde ich einfach persönlich, also deswegen finde ich persönlich einfach den ATS momentan ansprechender als den ETS 2, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass sich bei der Map in manchen Punkten ein bisschen mehr Mühe gegeben wird und das macht den ETS zwar jetzt nicht schlechter als er ist, aber das macht den ATS halt im Vergleich einfach ein bisschen besser. Ich meine, unabhängig davon, ob man die Ami-Trucks mag, das ist ja natürlich Geschmackssache. Aber ich glaube, dazu wird es nochmal ein extra Video geben, warum ich momentan mehr Spaß am ATS als am ETS 2 habe. Das würde hier jetzt ein bisschen den Rahmen sprengen, glaube ich. Und wir fahren jetzt hier einfach ein bisschen zügiger durch, ne? Weil 40 Meilen in die Straße lang fahren. Nee, nee, ich ziehe dann doch lieber ein bisschen durch. Und ja, wie gesagt, anfangs war mein Eindruck zu dem Wyoming DLC so mittel. Ich fand es qualitativ, wie gesagt, sehr gut, aber meinen persönlichen Geschmack hat es nicht getroffen. Aber mittlerweile und auch das, was wir hier sehen, mit diesen Schienen da links und dieser, es ist ja kein Highway, wo wir hier drauf fahren, sondern es ist einfach eine sehr gut ausgebaute Landstraße mit zwei Spuren in jede Richtung. Das finde ich einfach wieder geil und es gibt auch ein paar Stellen mit schönen und abwechslungsreichen Verkehrsführungen. Das hat mir auch sehr gut gefallen in den Städten. Und dementsprechend, also wenn ihr noch so ein bisschen am Überlegen wart, ob ihr es euch holen sollt, meine Empfehlung habt ihr, aber es wird natürlich in Zukunft auch noch mehr Videos zu Wyoming geben, wo ihr dann euch auch nochmal einen besseren Eindruck verschaffen könnt bei mir definitiv. Es wird nächste Woche, also dieses Video kommt ja, wenn alles so läuft, wie ich es plane, was es meist tut, am Sonntag. Und in der kommenden Woche wird es mindestens nochmal zwei Videos zu Wyoming geben. Dementsprechend, wer sich da immer noch nicht ganz sicher ist, der kann noch abwarten und die beiden Videos schauen und sich dann eine Meinung bilden, beziehungsweise dann entscheiden, ob er das DLC sich eben holen möchte oder nicht. Wie gesagt, von mir persönlich gibt es da definitiv eine Empfehlung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist, finde ich, nicht ganz so gut wie bei den anderen DLCs, weil es genauso viel kostet wie die anderen, aber vom Umfang her ein bisschen kleiner ist. Natürlich liegt es daran, dass Wyoming auch ein kleinerer Bundesstaat ist, gar keine Frage, aber ich finde, dann hätte man es vielleicht trotzdem, ja, einen Euro günstiger machen können oder so, aber alles in allem bereue ich es trotzdem nicht, mir das DLC geholt zu haben, auf gar keinen Fall. Ich bin tipptopp zufrieden und empfehle es, wie gesagt, nur weiter. Und hier könnte man sogar, glaube ich, ein schönes Thumbnail machen. Habe ich in der Stadt eben komplett verschlafen. Aber die Stadt eben, und das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt, den ich am Wyoming DLC tatsächlich habe, die Städte machen oft, also nicht immer, aber teilweise nicht mehr so einen coolen Eindruck wie in den anderen ATS-DLCs. Das ist halt so ein bisschen, ja, es sind vor allem auch relativ kleine Städte, durch die man hier im Wyoming DLC fährt. Und dann hat man ja trotzdem nicht dieses Kleinstadtfeeling, sondern fährt trotzdem irgendwie nur so ein bisschen durch Industriegebiete. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es war auch nicht in jeder Stadt so. Das war jetzt nur in der Stadt so, wo wir gerade durchgefahren sind. Und in, ich glaube, Evanston oder Rock Springs. Ich glaube, es war Evanston, da hatte ich dasselbe Gefühl.
Aber ansonsten fand ich auch, also Cheyenne, Casper, Sheridan und auch Riverton fand ich tipptopp. Also da muss man vielleicht aber auch ein bisschen gucken. Vielleicht ist es da in den Städten ja auch in der Realität auch so. Ich weiß ja jetzt nicht, inwieweit SCS sich die realen Städte wirklich zum Vorbild nimmt. Ich weiß nicht, ob sie da wirklich hinfahren und die Durchgangsstraßen der Stadt abfahren und sich dadurch inspirieren lassen. Also, dass sie in die Bundesstaaten, die sie nachbauen, fahren, das stimmt ja definitiv. Das ist ja, ne, ist ja logisch. Aber ich weiß halt nicht, ob sie in jede einzelne Stadt fahren und dann da die durch die Durchfahrtsstraßen fahren, wo man mit dem Truck eben auch vorbeikommt. Oder ob sie einfach nur sich Bilder aus dem Internet ziehen, was das angeht bei manchen Städten. Da bin ich mir nicht so sicher. Also wenn da einer was weiß, sagt auf jeden Fall Bescheid. Könnte meiner Meinung nach aber gut sein, dass sie wirklich durch die, vielleicht nicht durch alle, aber zumindest durch die meisten Städte mal durchfahren und sich das anschauen, wie das aussieht und sich da Inspiration holen. Weil so müsste es meiner Meinung nach sein und so würde ich es machen, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Map für ein beliebiges Simulationsspiel bauen würde, sagen wir es mal so. Ich kenne das ja ein Stück weit auch aus dem OMSI, da habe ich auch eine eigene Map gebaut und auch veröffentlicht. Und natürlich die Region nachgebaut, in der ich lebe. Also jetzt nicht 1 zu 1 real, sondern fiktiv, aber sich halt immer so ein bisschen Beispiel genommen und sich immer ein bisschen Inspiration geholt. Hier finde ich es richtig geil. Diese kleinen Einfamilienhäuser. Das ist genau das, was mir eben in der Stadt gefehlt hat, wo wir durchgefahren sind. Aber jetzt so ein bisschen außerhalb sehen wir das dann doch noch. Dementsprechend könnt ihr meinen Kritikpunkt an der Stadt dann doch ein Stück weit zurücknehmen. Jetzt habe ich auch komplett den Faden verloren, wo ich war. Ach so, genau, da habe ich mich natürlich an der realen Gegend, in der ich hier bin, beziehungsweise von der realen Gegend habe ich mich inspirieren lassen. Bin dann aber auch ein paar Kilometer nach Norden gefahren, als es mit der Map auch tatsächlich relativ weit in den Norden ging, um mir dann auch einfach mal anzuschauen, wie sieht's da aus und was gibt es da für Besonderheiten und so weiter und so fort. Das ist aber natürlich auch ein Kostenaufwand, wenn man zum Beispiel im Fall von SCS Amerika nachbaut, ja, nach Wyoming zu fliegen, mit mehreren Leuten und dann auch länger da zu bleiben, das kostet natürlich Geld. Und klar, sie verdienen mit dem DLC auch Geld, aber ich glaube trotzdem, dass sie es sich nicht leisten können, da monatelang rumzufahren und Inspiration zu sammeln. Aber ich glaube schon, dass sie das ganz gut machen und es fühlt sich auf jeden Fall authentisch an. Aber das ist natürlich auch so eine Aussage, wo man bei mir aufpassen muss. Ich war noch nie in Amerika und auch noch nie in Wyoming, logischerweise. Deswegen könnt ihr was. Also ich denke, es sieht in Wyoming so aus, wenn ich mir auch Bilder aus dem echten Wyoming angucke. Ich habe ja mal geholt und ein bisschen geschaut. Dann kommt das schon ungefähr hin. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, ich habe da gar keine Ahnung von, weil ich da nie in der Realität war. Und wenn jetzt jemand da in der Realität war und sagt, das passt gar nicht, das sieht null authentisch aus, dann würde ich der Person das auch glauben. Nur im Vergleich zu den Bildern, die ich im Internet gefunden habe, finde ich, sieht das, was wir hier im ATS haben, für mich einwandfrei authentisch aus. So, würde ich behaupten, fahren wir mal hier links rein. Und sind dann auch schon an der Farm angekommen, wo wir unser Leben drin lassen. So, auf Nummer sicher gehen, so wie immer. Und dann bedanke ich mich bei fürs Zusehen. Schaut oder holt gerne eure Meinung zum Wyoming DLC unten rein. Die würde mich definitiv auch interessieren. Und ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.